Herzlich willkommen zu Helvetia Vet Talks. In unserer heutigen Folge geht es um Vergiftungen bei Ihrem Haustier. Eine weitere Gefahr, besonders für die Katze, stellen Pflanzen dar. Hier möchte ich die Lilie bzw. den Oleander erwähnen. Merkt man, dass die Katze so etwas aufgenommen hat, ist es auf alle Fälle ratsam, den Tierarzt aufzusuchen und sofort ein Erbrechen auszulösen, damit eine weitere Giftreaktion beendet werden kann. Ein weiteres wichtiges Thema, vor allem bei Katzen, sind die Antiparasitika und hier vor allem die Gruppe der Pyrethroide, die für Katzen toxisch bzw. giftig sind. Hier empfehle ich immer für den Parasitenschutz den Tierarzt aufzusuchen und ein geeignetes Präparat, welches nur für die Katze zugelassen ist, zu verwenden und auf Präparate für den Hund zu verzichten. Beim Floh- und Zeckenschutz ist es auch wichtig, Präparate, die man für einen kleinen Hund kauft, nicht für die Katze zu verwenden und hier wirklich nur auf Präparate zurückzugreifen, die für die Katze zugelassen sind. Bemerkt man, dass eine Katze jetzt ein Spot-on bzw. ein Präparat gegen Parasitika aufgenommen hat bzw. auf die Haut bekommen hat, ist es Erstmaßnahme sofortige Dekontamination, das heißt die Entfernung des Gifts mit Waschen angeraten. Hier würde ich auf alle Fälle auch einen Tierarzt aufsuchen. Einfach klar. Helvetia.